Dietmar Schädel gerade schon gesagt hat, im letzten Jahr, da hat die DGPH gemeinsam mit der fotografischen Sammlung der SK-Stiftung Kultur eine deutschlandweite Erhebung gestartet, in der 150 Museen, Archive, Nachlässe und Stiftungen, die mit fotografischen Beständen zu tun haben, befragt wurden nach ihren Sammlungen, nach ihrer Ausstattung, nach Ausstellungs- und Publikationsvorhaben, nach Erfahrungen und Wünschen, was Netzwerke und Kooperationsmöglichkeiten angeht. Und die Ergebnisse derjenigen, die darauf geantwortet haben, die werden nun gleich erstmals vorgestellt von Simone Klein und Claudia Schubert. Simone Klein, Kunsthistorikerin, Fotoexpertin. Sie hat unter anderem die Fotoabteilung beim Kunsthaus Lamperts in Köln geleitet, dann beim Auktionshaus Sotheby's, war dann in Paris bei der renommierten Agentur Magnum Direktorin der Abteilung Print Sales. Seit 2018 ist sie quasi wieder physisch zurück, schwerpunktmäßig in Köln, und arbeitet selbstständig als Art Advisor und Gutachterin für Fotografie und ist seit dem letzten Jahr auch Beiratsvorsitzende der fotografischen Sammlung hier der SK-Stiftung Kultur, Beiratsmitglied der Fotoszene Köln und Vorstandsmitglied der DGPH. Claudia Schubert ist ebenfalls Kunsthistorikerin, seit 1997 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin hier bei der fotografischen Sammlung der SK-Stiftung. Und auch sie hat zahlreiche Ausstellungs- und Publikationsprojekte realisiert, ist ebenfalls Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Die beiden werden uns jetzt die vorläufigen Ergebnisse dieser Umfrage zur institutionellen Situation der fotografischen Archive und Bestände in Deutschland vorstellen. Und Simone Klein startet. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu unserem Symposium, zu unserem sehr aktuellen Thema fotografische Bestände in Deutschland. Claudia Schubert und ich möchten Ihnen im Folgenden die Auswertung der Umfrage zur institutionellen Situation fotografischer Archive und Bestände in Deutschland vorstellen, wobei mein Part sehr klein ist. Ich mache nämlich die Einführung und melde mich nachher mal kurz zu Wort. Die Initiative zu dieser Umfrage entstand im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Fotografie im Zuge der Diskussion um die Gründung des Deutschen Fotoinstituts. Die DGPH und die fotografische Sammlung SK Stiftung Kultur haben dann im Frühjahr 2020 in Absprache mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und auch der Expertenkommission des Konzeptes für ein Bundesinstitut für Fotografie einen Fragenkatalog ausgearbeitet. Dieser Fragenkatalog hatte zum Ziel, den Status quo der fotografischen Archive in Deutschland abzufragen und damit eine repräsentative sowie detaillierte Informationsbasis für die Weiterarbeit zu erarbeiten. 137 Institutionen, und das waren ganz unterschiedliche, nämlich also von Kunstmuseen mit fotografischen Sammlungen über auf Fotografie spezialisierte Häuser bis zu Archiven und privat geführten Nachlässen, wurden kontaktiert, und es wurde ihnen ein 11-seitiger Fragebogen zugeschickt mit der Bitte um Beantwortung. 58 Institutionen haben sich daraufhin beteiligt, und das ist eine sehr zufriedenstellende Quote. Und da es sich um ganz unterschiedliche Einrichtungen handelt, Claudia Schubert wird die Liste im Detail gleich auch zeigen, kann das Output bis hierhin als repräsentativ gewertet werden. Den Damen und Herren der Institutionen, die den wirklich sehr umfangreichen Fragebogen ausgefüllt und sich damit an der Befragung beteiligt haben, gilt unser ganz herzlicher Dank. Es ist geplant, die Umfrage im Nachgang des Symposiums zu veröffentlichen. In welcher Form genau, darüber informieren wir Sie noch. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch betonen, dass wir natürlich sehr gern noch weitere Informationen und Umfrageergebnisse einbauen und die Auswertung damit auch noch verfeinern möchten. Wir haben ja vielleicht auch die eine oder andere Institution unsererseits noch nicht kontaktiert. Und daher also nochmal der Aufruf und wirklich auch die freundliche Aufforderung an die Museen, Sammlungen, Archive, Nachlässe, die bisher noch nicht teilgenommen haben, aber das gerne noch tun würden,
Also die Frist ist noch nicht beendet. Bitte melden Sie sich zeitnah noch bei uns und nehmen Sie teil. Rufen Sie den Fragebogen ab, der ist über die Geschäftsstelle der DGPH oder über die fotografische Sammlung SK Stiftung Kultur erhältlich. Schon einmal herzlichen Dank dafür. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an Claudia Schubert, die Ihnen die Auswertung im Detail darstellen wird. Ja, schönen guten Tag. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, ja, liebe Zuhörer und Zuschauer vor den Bildschirmen. Ich möchte daher ohne viel Umschweife direkt anfangen und in die Auswertung der Umfrage einsteigen. Wie meine Kollegin Simone Klein schon sagte, beschickt wurden 137 Institutionen, 58 haben schriftlich geantwortet. Sie können das hier sehen, das ist eine Auflistung der beteiligten Institutionen, sortiert alphabetisch nach Städten. Wie man sehen kann, handelt es sich um klassische Kunstmuseen mit unterschiedlichen Beständen, um spezialisierte Häuser auf Fotografie, um Archive zu bestimmten Themen, Regionen, zu einzelnen Werken oder Nachlässe. Wie schon an den Profilen der Häuser deutlich wird, wird das Medium der Fotografie in sehr unterschiedlichen Kontexten verwahrt und verhandelt und entsprechend different ist der materielle und organisatorische Umgang damit und letztendlich auch das Verständnis des fotografischen Bildes. Der Fragebogen war in 6 Themenkomplexe gegliedert. Das sehen Sie hier, römisch 1 bis 6. Und jeder Themenkomplex enthält zwischen 6 und 10 Fragen. Da es im Nachgang dieses Symposiums geplant ist, die Umfrage zu veröffentlichen, werden heute die Ergebnisse zusammenfassend im Sinne eines Überblicks präsentiert. Mit der späteren Veröffentlichung geht einher, Fragen an der einen oder anderen Stelle noch einmal zu justieren. Von daher werden sich die heute vorgestellten Ergebnisse im Detail nochmal verschieben, auch dann, wenn sich im Nachgang dieses Symposiums hoffentlich noch zahlreiche Teilnehmer zur Umfrage melden. Aber gewisse Tendenzen haben sich herauskristallisiert und lassen entsprechend Rückschlüsse zu, denn die einbezogenen Institutionen bilden, wie Sie gesehen haben, die fotografische Landschaft repräsentativ ab. Ich möchte Ihnen noch einen kurzen Hinweis zur Methode der Auswertung geben. Verschickt wurde der Fragebogen als Textdokument. Bei den Fragen wurden entweder Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen angeboten und oder konnten frei formulierte Angaben und Ergänzungen gemacht werden. Wir haben diese Ergebnisse dann in eine Excel-Tabelle überführt und nach dem Prinzip der Kennzeichnung 01, das hieße 0 gleich Nein oder keine Angabe, 1 gleich Ja, konnten mittels Additionen entsprechende Zahlensummen ermittelt werden. Kam es vor, dass Angaben von bis gemacht wurden, also unser Bestand umfasste von 1.000 bis 2.000 Abzügen, haben wir uns für den Mittelwert entschieden und den dann zur Berechnung zugrunde gelegt. Schon von daher muss ich darauf hinweisen, dass die genannten Zahlensummen mehr als relative Größen angesehen werden müssen. Die frei formulierten Antworten wurden ebenfalls in die Excel-Tabelle eingetragen und sind mit eingeflossen. So, nun möchte ich zu den einzelnen Themenkomplexen kommen. Römisch 1, da wurden abgefragt die Sammlungsbestände. Bei der ersten Frage nach Art der gesammelten Fotografie wurde nach folgenden Kategorien gefragt. Künstlerisch-dokumentarisch haben 50 Institutionen bejaht und ist somit die mit Abstand am meisten verwahrte Richtung. Es folgen künstlerisch-experimentell 33, journalistisch 32 und schließlich Werbung 21. Als Schwerpunkte wurden teils Namen, teils Zeiträume und Epochen oder Themen wie das Bauhaus und die 20er Jahre oder Genres wie Architektur, Unternehmensfotografie, Industrie und Porträt genannt. Bei den Angaben zur zweiten Frage nach vertretenen Fotografinnen und Fotografen ist zunächst einmal die Fülle an Namen aufgefallen, von anerkannten Größen bis zu eher unbekannten Personen. Auch hat es sich gezeigt, dass es sich überwiegend um deutsche Positionen handelt. Die alleinige Namensnennung sagt jedoch noch nichts über den Werkumfang, die Art der Abzüge etc. aus. Bereits an dieser Stelle
zeigt sie schon die Sinnhaftigkeit einer beispielsweise umfassenden Homepage, in der die Bestände möglichst zahlreicher Institutionen sichtbar, nachvollziehbar wären. Gäbe es eine solche Homepage und die beispielsweise eine Suchfunktion nach Namen hätte, würde man dann Albert Ringer-Patsch eingeben, so erhielt man folgende Ergebnisse. Werke von Albert Ringer-Patsch befinden sich im LVR-Landesmuseum Bonn, im Ruhrmuseum, im ThyssenKrupp-Konzernarchiv, im Museum Folkwang, alle drei in Essen, im Kunstmuseum Moritzburg-Halle, im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, in der fotografischen Sammlung SK-Stiftung Kultur Köln, im Behnhaus Lübeck bzw. in Sammlungen der Lübecker Museen. Die Frage 3 war gestellt nach den bewahrten fotografischen Materialien gleich Abzüge. Über Schwarz-Weiß verfügen alle Institutionen. Addiert man hier die angegebenen Zahlen, so ergibt sich schon eine sehr stattliche Summe von 24.248.030 Schwarz-Weiß-Abzüge, die sozusagen in 58 Institutionen vorhanden sind. Das ist schon eine sehr stattliche Zahl, ja, die schon ein Gefühl für die Fülle des Materials gibt. Dabei sind die Umfänge der einzelnen Bestände sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich sehr kleinere, privat geführte Archive, die mehrere hundert Abzüge verwahren, bis hin zu großen Häusern, ja, die über Bestände von mehreren Millionen verfügen. Auch Farbmaterial ist vorhanden, allerdings in etwas geringerer Zahl. Das haben 52 Institutionen bejaht, aber auch hier ergibt sich eine Gesamtsumme im Millionenbereich, nämlich 9.530.178. Was bei den technischen Angaben zu Schwarz-Weiß wie zu Farbe generell aufgefallen ist, sind divergierende Bezeichnungen und Schreibweisen. Mal heißt es Silbergelatine, war Gelatine Silber, dann ist die Rede von einem Abzug oder von einem Print, dann wird es zusammengeschrieben oder getrennt, gibt es also einige Varianten. Davon unabhängig ist dieses Verfahren das am häufigsten genannte. Darüber hinaus kommen in etwa vor Albumin, Albuminpapier, Bromsilber, Collodium, Platinabzug, überhaupt zahlreiche Edeldrucktechniken bis hin sogar Inkjet-Verfahren wurden hier an dieser Stelle genannt. Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit, beispielsweise ein verbindliches, gerne auch mehrsprachiges Glossar zu erstellen, das technische Begriffe zusammenfasst und entsprechend der Forschung auch stets aktualisiert werden sollte. Dass eine fotografische Sammlung, insbesondere wenn es sich um Nachlässe handelt, noch weitere Materialien beinhalten kann, hat die Frage 4 abgefragt. Hierzu zählen an erster Stelle schriftliche Dokumente, 46 haben dies bejaht, es folgen Korrespondenz 44 und Archivbücher 36. Als weitere Materialien wurden aufgezählt etwa Kontaktbögen, Veröffentlichungsnachweise, Manuskripte, Plakate, Pressestimmen, Einladungskarten, Tagebücher. Also eine fotografische Sammlung verwahrt eine Vielfalt an Materialien, was natürlich auch entsprechende Lagerbedingungen erfordert und ja, und eine entsprechende Kenntnis der Bearbeitung. Bei der Frage 5 geht es um den fotografischen Gesamtumfang, also Schwarz-Weiß, Farbe plus Negative. Und hier ergibt sich nochmal natürlich entsprechend eine größere Summe. Und zwar werden 250.691.402 Fotografien in den Institutionen bewahrt. Hier muss man noch dazu sagen, dass 7 hier keine Angabe gemacht haben. Und wenn man sich jetzt mal ein kleines Rechenspiel erlaubt und teilt 52 Millionen durch 51, dann kommt eine Zahl über 1 Million raus. Das heißt also, jedes Haus hat über 1 Million Fotografien zu bearbeiten. Ja, da braucht man schon eine stattliche Anzahl an Fotoarchiven und Historikern, die das eben auch dann leisten kann. Die Frage 6 bezog sich auf das Negativmaterial und auch hier zeigt sich eine vergleichbare Relation zwischen Schwarz-Weiß und Farbe wie bei den Abzügen, nämlich dass der Umfang an Schwarz-Weiß-Negativen um einiges höher ist als Farbe. Auch ist hier deutlich geworden, dass nicht alle der befragten Institutionen über Negativmaterial verfügen,
was einem lange verfolgten Sammlungsverfahren entspricht, Negativen außen vor zu lassen. Die Frage 7 fragte nach den digitalen Sammlungsbeständen, die schon vorhanden seien. Und das ist eine der Fragen, die wir eventuell noch, ja, die wir nachjustieren müssen, weil wir haben gemerkt, dass es hier doch unterschiedliche Antworten gab. Die bezog sich eben darauf, auf schon von vornherein digital bestehende Bestände, aber nicht sozusagen positive, die ins Digitale dann überführt worden sind. Die Frage 8, 9 und 10 wird zusammengefasst. Die betreffen die verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten von Beständen. Und hier ist auch generell erst einmal festzustellen, dass ein großes Interesse besteht, Bestände zu erweitern. Fast die Hälfte der Institutionen verfügt über ein, wenn auch wie mehrfach vermerkt, geringes und nicht regelmäßiges Ankaufsbudget. Schenkungen und Dauerleihgaben sind beliebte Vorgehensweisen. Auch Kooperationen, etwa im Sinne von Vorlässen oder Kooperationen mit anderen Institutionen, einen Nachlass betreffend, werden verfolgt. Auch werden Bestände etwa durch Neuabzüge von Originalnegativen erweitert. So, ich komme zu Römisch 2, das Kapitel, das die räumliche Einrichtung von Institutionen abgefragt hat. Die Frage 1 und 2 betreffen Depotflächen, ihre Ausstattung und Kapazitäten. 39 von 58 Institutionen verfügen über klimatisierte Depots. Für Schwarz-Weiß-Material wurde überwiegend die Raumtemperatur von 18 bis 20 Grad angegeben, wobei der unterste angegebene Wert bei 14 Grad lag und der oberste bei 22. Bei der relativen Luftfeuchte wurde überwiegend angegeben 40 bis 50%. Auch hier sozusagen war der Ausreißer nach unten bei 30% und es ging dann hoch bis 55%. Nichtsdestotrotz ist die Situation hier konservatorisch gut im akzeptablen Bereich. Bei Farbe allerdings sieht dies anders aus. Niedrigtemperaturdepots zwischen 0 und 10 Grad sind lediglich in 2 Institutionen vorhanden, ein drittes ist in Planung. Also ist es momentan überwiegend so, dass Farbe und Schwarz-Weiß gemeinsam verwahrt wird, höchstens mal leicht kühler und trockener. Es zeigt sich deutlich, dass Niedrigkühldepots für Farbfotografien also weitgehend erforderlich sind. Auch hier wäre eine gemeinsame Nutzung mehrerer Institutionen ein Lösungsansatz. Was generell die räumlichen Kapazitäten zur Aufnahme weiterer Konvolute angeht, so sehen hier immerhin 35 Institutionen noch Möglichkeiten, wenngleich oftmals mit dem Vermerk eingeschränkt. Und von diesen bejahenden Häusern haben 29 klimatisierte Depots. Die Fragen 3, 4 und 5 fasse ich zusammen, die betreffen Restaurierung und Labore. Über eigene Restaurierungswerkstätten verfügen immerhin 27 Institutionen und vielfach ist die Fotorestaurierung mit der Grafik verbunden. Allerdings wird überwiegend mit selbstständigen Restauratoren zusammengearbeitet. Das haben 36 Institutionen angegeben. Das Vorhandensein und die Nutzung fotografischer Labore ist eher gering. Nur 4 Institutionen haben angegeben, dass sie ihr eigenes Schwarz-Weiß-Labor regelmäßig nutzen. Bei Farbe gilt dies nur für eine Institution. Frage 6, 7, 8 und 9 fassen die Ausstattung von Ausstellungsräumen zusammen. Der größte Teil der Institutionen verfügt über solche, nämlich 52 haben dies bejaht. Davon 36 über klimatisierte Räume, bei 16 sind die Räume unklimatisiert. Zur Beleuchtungssituation wurde angegeben bei 40, dass sie UV-geschützt sind. Verwendung finden überwiegend LED-Leuchtsysteme. Im weiteren Sinne gehören Studien- und Vorlageräume zu Orten der Präsentationen. 37 Institutionen haben angegeben, über einen solchen zu verfügen. Und bei der Frage 10, welche weiteren Einrichtungen bzw. Räumlichkeiten vorhanden sind, wurde unter anderem angegeben Digistorium, Stickstoffkammer, Quarantänekammer, Ein- und Auspackraum, Zwischendepot für Lagerung bis Inventarisierung, Vortragsraum, externer Archivraum, externes Lager,
Papierwerkstatt, Digitalisierungszentrum, Magazin, Verzeichnisraum, Logistikräumlichkeiten. So, ich komme zu Kapitel 3, das sich mit der Sammlungsdokumentation und Digitalisierung befasst. Die Ergebnisse der Fragen 1, 2 und 3. Bis auf eine Ausnahme arbeiten alle der befragten Institutionen an der Digitalisierung ihrer Bestände. Bei der Erstellung von Digitalisierten kommen folgende Techniken zum Einsatz. Ich zähle auf. 37 verwenden den Scanprozess, 30 machen digitale Reprofotografien in eigenem Studio, 22 in einem externen Studio. Verwendet wird das entstandene Digitalisat für die Datenbank 55, als Druckvorlage 51, auch für Ausstellungszwecke, nämlich bei 32. Bei der Frage nach der verwendeten Hard- und Software wurde unter anderem angegeben, bei den Scannern unterschiedliche Arten. Es gibt Flachbrett-Durchlicht- und Aufsichtsscanner, auch Trommelscanner. Und durchgesetzt haben sich dabei verschiedene Epson-Modelle. Bei der Kameratechnik waren es generell verschiedene Groß- und Mittelformat-Kameras, verschiedene Nikon-Modelle, Phase One, Konica Minolta oder Rensei-Scan-Kamera. Als Software wurde vornehmlich genannt Capture One, Photoshop, Lightroom oder Bridge. Die Fragen 5 und 7 betreffen digitale Datenbanken und solche sind bis auf 3 Ausnahmen bei allen Häusern vorhanden. Als meistverwendete Inventarisierungssoftware sind angeführt Museum Plus, FileMaker und Faust. 41 Institutionen haben ihre Bestände online einsehbar. Allerdings wird dabei oftmals zwischen einer internen Datenbank und online gestellten Daten unterschieden. Die Frage 6 fragt nach der inventarisierten Bildinformationen. Da haben uns 14 Institutionen exemplarische Datenblätter ihre Inventarisierung zur Verfügung gestellt. Aber darüber hinaus gab es noch einzelne Angaben, vor denen ich hier eine Auswahl nennen möchte. Inventarisiert werden verschiedene, auch ältere Inventarnummern, Titel, Ort, Printart und Printdatum, Technik, Bildgröße, Editionsnummer, Versicherungswert, Copyright und Provenienz, Genre, Verschlagwortung, Rahmung, Signatur, Veröffentlichung, Ausstellungshistorie, Dateiablageort, Dateiformat und Fotograf der digitalen Reproduktion, Rechtslage, Bildlizenzen, Creditline. Auch an dieser Stelle wäre es beispielsweise sinnvoll, vergleichbar einem vereinheitlichen technischen Glossars Standardangaben zur Inventarisierung zu definieren. Eine Vergleichbarkeit von Grundlagen wäre somit leichter möglich. Bei der Frage 8 wurde unter anderem angemerkt, dass urheberrechtliche Fragen bei einer Online-Präsentation geklärt werden müssen. Auch wurde der Wunsch nach Unterstützung bei der Konzeption von Inventarisierung und Online-Präsentationen geäußert. So, das nächste Kapitel, Römisch 4, beschäftigt sich mit der Frage der Neuproduktionen und dem Umgang damit. Frage 1 bis 4 betreffen den Umgang mit analogem Material. 19 Institutionen haben angegeben, analoge Abzüge von Negativen anzufertigen. 37 haben dies verneint. Bei der Frage nach den dabei angewendeten Kriterien bevorzugen 17 den Vergleich mit dem Original, 15 die Entscheidung des Kurators, je 8 ziehen vorliegende Unterlagen heran und halten Rücksprache mit dem Fotografen. Das so neu produzierte Bild dient bei 24 Ausstellungszwecken, bei 8 der Archivsicherung und des Weiteren wurden genannt Forschungszwecke, Edition und Verkauf. Die Aspekte dieses Erarbeitungsvorgangs werden bei 12 mitinventarisiert, 12 haben dies verneint. Ja, und der größte Teil hat dazu keine Angabe dann gemacht. Die Frage 5 bis 8 fragt Gleiches nochmal ab, aber diesmal im Umgang mit digitalem Material. Hier hat sich ergeben,
32 Institutionen printen Dateien neu aus, 12 haben dies verneint. Bei der Frage nach den angewendeten Kriterien bevorzugen 23 den Vergleich mit dem Original, 28 die Entscheidung des Kurators, 11 vorliegende Unterlagen und 7 halten Rücksprache mit dem Fotografen. Dieses nun so entstandene, neu produzierte Bild dient bei 29 Ausstellungszwecken, bei 9 Institutionen der Archivsicherung und hier wurden bei des Weiteren genannt Versand von Reproduktionen an Fotoservice-Kundschaft, Eingang in die Sammlung, Verkauf von Modern Prints als Editionen und Herausgabe hochauflösender Bilddateien für Ausstellungen im Ausland, die dann dort erst produziert werden. Und hier ist es so, dass 14 Institutionen den Erarbeitungsvorgang mitinventarisieren, auch 12 haben dies verneint. Bei weiteren Informationen wurde etwa angemerkt, dass nach wie vor bei den Sammlungen der Print im Mittelpunkt steht, dass Sammlung von Digitalisaten jedoch zunimmt. Auch sollte der Umgang mit verbleichenden C-Prints und Neuproduktionen gemeinschaftlich diskutiert werden. Ich komme zu Kapitel 5, der sich mit dem Netzwerk befasst. Eindeutig wie kaum eine andere ist die Antwort nach der Relevanz von Netzwerken ausgefallen. Bis auf eine Ausnahme streben alle Institutionen eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen an. Auf internationaler Ebene ist der Zuspruch etwas geringer. Dies streben 40 an, für 10 besteht diesbezüglich keine Relevanz. Die Frage 3 bezieht sich auf bisherige Formen der Zusammenarbeit. Überwiegend waren dies bislang gemeinsame Ausstellungsprojekte bei 48, gemeinsame Forschungsprojekte 35, gemeinsame Übernahme von Archivbeständen 17. Darüber hinaus wurde aufgezählt gemeinsame Verwaltung von Bildrechten, Publikationen, gemeinsame Digitalisierungsprojekte, Leihgaben, administrative Beratung und Unterstützung. Die Fragen 4, 5 und 6 erwarten Informationen nach Art des Netzwerkes, nach konkreten Themen, die gemeinsam geklärt werden könnten. Hier gab es vielfältige Anregungen und detaillierte Vorschläge. So etwa eine Plattform, die schnellen Informationszugriff zu Beständen, Forschung, Digitalisierung, Konservierung, auch Ansprechpartner und Leihbedingungen bietet, inkludiert ein Diskussionsforum mit verschiedenen thematischen Einheiten. Damit ist im Grunde schon das angesprochen, was eine aus dieser Umfrage resultierende Homepage bieten könnte. So, ich komme zum letzten Kapitel, wo es um weitere institutionelle Aufgaben und Spezifika geht. Die Frage 1 bezieht sich auf die Ausstellungstätigkeit und ihre Umsetzung. Ganze 31 Institutionen führen regelmäßig Präsentationen durch, während 25 dies verneint haben. Die eigenen Bestände spielen dabei eine zentrale Rolle. Leihgaben werden als Ergänzung hinzugezogen. Bei einigen Institutionen geben zentrale Nachlässe die Programmausrichtung vor. Bei den Inhalten und Zielen des Ausstellungsprogramms wurde die Aufarbeitung der eigenen Bestände in Relation zu aktuellen Fragestellungen genannt. Die breite Anwendungsvielfalt der Fotografie soll aufgezeigt werden, ihre Rolle in der Gesellschaft sichtbar sein, die Fotografie als wichtiges Sammlungsgebiet und Kulturgut gezeigt und als Zeugnis der Mediengeschichte transparent gemacht werden. Die Verwaltung von Bildrechten, Frage 2, zählt ebenfalls zu den Spezifika, die von einem Großteil geleistet wird. Nämlich 50 Institutionen sind hier aktiv. Bei der Nennung der Informations- und Bildungsangebote, Frage 3, hat sich eine große Bandbreite eröffnet. Festgestellt ist zunächst, dass 45 Institutionen regelmäßig Veranstaltungen durchführen. Das sind klassische Formate wie Führungen für spezielle Zielgruppen und ausgewählte Themen. Es gibt Tagungen und Konferenzen. Es gibt Buchveranstaltungen, es gibt Workshops für Schulklassen, es gibt Kunstkreise 60+,
Studienpräsentationen, Filmabende, man ist Gastgeber von Preisverleihungen und auch Lehraufträge an Universitäten sind in diesem Zusammenhang genannt worden. Erfreulich ist, dass mehr als die Hälfte der Institutionen, nämlich 34, über eine öffentliche Bibliothek verfügen. Das ist die Frage 4. Auch die Publikationstätigkeit ist ein viel bearbeitetes Feld. 51 Institutionen sind hier aktiv. Hierbei überwiegen Themenpublikationen, Monographien machen 46, Aufsätze in Fachzeitschriften 30, eine eigene Schriftenreihe haben immerhin 17 Institutionen, ein Blog auf der Homepage 16. Die Frage 6 nach der Anzahl der Mitarbeiter kann auf der momentanen Grundlage nicht ausreichend beantwortet werden. Hier haben wir festgestellt, dass vielfach der gesamte Mitarbeiterbestand eingetragen wurde und nicht der fotografischen Abteilung. Das waren sehr charmante Zahlen, aber hier muss man nochmal danach justieren. Die Frage 7 nach der Online-Präsenz und damit auch nach der Online-Kommunikation hat ergeben, dass sich die Homepage ja der größten Beliebtheit erfreut. Das waren auch alle. Facebook steht an zweiter Stelle mit 39. Instagram haben 36 und ein Newsletter verschicken 32 Institutionen. Als weitere Medien wurden noch genannt Twitter, YouTube, Artland.com, Spotify, Google Arts and Culture und Pinterest. Ja, und die Auswertung schließt ab mit der Frage 8 nach den institutionellen Defiziten. Und hier hat sich eine folgende Reihenfolge ergeben. Mehr Mitarbeiter wünschen sich 31 Institutionen, einen höheren Etat 29, mehr Zeit für Forschung ebenfalls 29. Größere Räumlichkeiten können sich 21 Institutionen vorstellen, eine verstärkte Präsenz in digitalen Medien 17, umfangreichere PR 14. Ja, bei Defizite ja, sind ja im Grunde schon auch Wünsche. Und ja, es wäre schön, die wären nicht nur in die Zukunft gedacht, sondern idealerweise auch schon hier in der Gegenwart erfüllt. Meine Ausführungen wären an dieser Stelle zu Ende. Ja, und ich würde gerne für ein Fazit und ja, vielleicht kommen auch noch einige Fragen dann im Chat. Aber erstmal, liebe Simone, gebe ich das Wort an dich gerne weiter. Vielen Dank. Ja, ja, es ist, Sie haben gemerkt, wie unglaublich vielfältig und vielschichtig die gesammelten Informationen sind, was eine unglaubliche Menge von Daten zusammengekommen sind und auch wie viel Potenzial darin steckt, damit in Zukunft zu arbeiten. Und ich möchte nur als Fazit einige Punkte exemplarisch benennen, die sich daraus als Fragestellungen mögliche Aufgaben oder Handlungsempfehlungen, wenn man so sagen möchte, herauskristallisiert haben. Das ist einmal das Bedürfnis nach der Einrichtung einer zentralen Datenbank, in der die Bestände in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus erfasst sind. Das Erstellen eines mehrsprachigen und auch regelmäßig zu pflegenden und aktualisierten Glossars zur Terminologie, also sowohl technisch beschreibend als auch eben auf den Kunstmarkt bezogen, damit alle dieselbe Sprache sprechen. Wir haben gesehen, dass das nicht immer der Fall ist. Eine Datenbank, die die Bibliotheken und die darin vorhandenen Titel der verschiedenen Institutionen zusammenführt, also so eine Art digitale Zentralbibliothek der Fotografie. Dann hat Claudia erwähnt auch den Wunsch nach einer Einrichtung von zentralen Restaurierungswerkstätten und Laboren. Ebenfalls die Einrichtung von zentralen Niedrigtemperaturdepots für Farbfotografie wäre vielleicht eine gute Empfehlung. Ganz besonders oft genannt und wichtig ist natürlich der Ausbau des Netzwerkes zur Erforschung fotografischer Themen und Bestände.
Und als letztes, und das ist tatsächlich eine kurzfristige Maßnahme, die wir nach dem Symposium auch direkt in Angriff nehmen möchten, die Erstellung einer Homepage, auf der die teilnehmenden Institutionen und Bestände kurz in Form von Factsheets vorgestellt werden, die quasi dann eben die kurze, schnelle Informationen auf die wichtigen Daten zulassen und als schnelle, als Einstieg in die Recherche dienen sollten. Also auf dem Vorbild eines Weißbuchs sozusagen. Und diese Informationen würden wir gerne einbetten in die Website der DGPH. Ich zeige Ihnen nur kurz, wie sowas aussehen könnte. Also das ist dann ein Factsheet am Beispiel der fotografischen Sammlung SK Stiftung Kultur, die eben bestimmte Aspekte aus dem Fragebogen herausnimmt und vorstellt und wo man eben als Informationssuchender relativ kurz und prägnant Ansatzpunkte hat. Das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt dann demnächst durchführen möchten und dann eben noch einmal der Aufruf an die Protagonisten, die sich bisher noch nicht manifestiert haben, sich doch noch an der Umfrage zu beteiligen und diesen wunderbaren Fragebogen anzufordern. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Simone Klein. Vielen Dank, Claudia Schubert.